Und willkommen zurück zu Assassin's Creed, Leute. Wie versprochen, machen wir heute weiter mit der Quest, die Schiffe zerstören. Dann schauen wir doch mal, ob wir das hinbekommen. Ich glaube, es ist einiges zu tun. Hier sehe ich schon Schiffe. Spartaner. Erste spartanische, oder? Genau. Hier sind nur spartanische Schiffe irgendwie. Ich sehe hier keine blauen. Dann würde ich sagen, dann müssen wir mal da hinten hin segeln. Bleibt gut in Sieg! Macht schneller! Gehen wir lieber auf die kleinen Schiffe, würde ich sagen. Erhöht das Tempo! Erhöht das Tempo! Pfeile bereit! Steckt die Segel an! Okay, jetzt brauchen wir ein bisschen Kriegenschiffe. Boah! Ja, ich schnapp sie gleich den Typen da noch, glaube ich. Vorne scheint Banditenschiff zu sein.
Ah, das sind Athena-Schiffe, sehr schön. Offene Gewässer! Aber die sind halt ein bisschen größer. Also kleine Schiffe auch. Ja, wollen wir die gleich. Gezählt? Nee. Spannt die Bögen! Bogenschützen! Die können überhaupt nicht, Mensch. Okay, jetzt brauchen wir noch Banditenschiffe. Athena-Schiff oder ein Banditenschiff? Scheiße, war Athena-Schiff. Okay, jetzt brauche ich Banditenschiffe. Das ist ein spartanisches. Offene Gewässer!
sehe aber auch nichts. Sag mal, wo ist denn die Insel, wo wir herkommen? Das, was wir machen können, ist mal, also mal hier lang. Darf ich hier mal ein bisschen rumgucken? Also hier so. Ist der spartanische oder nicht? Kennen wir dieses Schiff? Graue Segel so. Okay. Auf geht's! Könnte auch noch eins sein, oder? Na, das ist ein Athena-Schiff. Was ist da hinten? Stella! Ich weiß nicht, wie schnell die wieder respawnen. Piratenschiff.
optimal. Schnell die Schiffe. Das müssen wir sogar noch versenken. Das sinkt eh schon. Okay, dann zu Xenia zurück. Mal schauen, wo wir anlegen können. Hier könnten wir anlegen. Nee, komm, wir legen hier an. Ich brauche nicht mal da. Ach, die lasse ich jetzt einfach mal. Ich werde jetzt einfach mal hier schnell eine Schnellreise machen. Und dann hole ich mir nämlich gleich noch den komischen Typi, der hier das Kopfgeld ausgesetzt hat. Schauen wir mal, was wir Kohle kriegen. Erstmal den hier. Schon, ob ich den meucheln kann. Ja, eigentlich habe ich den noch jetzt gekillt, oder nicht? Oder war das nicht der? Eigentlich schon. Na komm, wir bezahlen das schnell. Ich habe jetzt keinen Bock hier, dass mich komischen Söldner hier suchen.
Ja. Die Schiffe sind versenkt. Ich mag dich. Xenia wird zufrieden sein, dass ihre Gewässer wieder unter ihrer Kontrolle sind. Genug der Worte. Ich bin wegen meiner Belohnung hier. Natürlich. Sehr schön. Gut, dann schauen wir doch mal. Schiff, jetzt haben wir auch den Skin bekommen, oder? Die Farben von Chaos. Nee, hier haben wir was Neues bekommen. Die Morgenröte. Schaut auch cool aus, mit diesmal. Die Farben von Chaos. Okay. Können wir hier was machen jetzt? Ja, wir brauchen so viel Stein noch. Hier könnten wir Rammschaden könnten wir höher machen, verbessern. 740 Holz, meine Fresse. Waffenschaden, okay, dann können wir eh noch nicht erhöhen. Ausdauer, ne, machen wir den Rammschaden mal höher. So, jetzt ist aber Schluss, weil sonst verbrauchen wir so viel Kohle. Wollt ihr aber noch schauen, hat der uns eventuell noch was hinterlassen? Nee, hat er nicht. Scheiße. Handelsgüter. 37, so ein Scheiß. Okay, dann... Was gibt's hier noch? Jemand 21er. Kriegerkritischer. Attentat. Immer ein bisschen besser. Dann nehmen wir den mal. Okay, dann gehen wir zu Xenia, würde ich sagen. Muss ich auf der Karte markieren, habe ich wieder vergessen. Und dann können wir das Zeug noch gleich bezahlen. Wo sind die? Hier ist die. Verfolgen. Was? 15.000 Drachen, oh, das wird wehtun. Das hilft nicht. Ich muss aber was machen hier in dem Elendsgebiet. Drachmen. Die große Nicht-Spartiatin kehrt heim. Hier, 15.000. Hier, nimm deine Drachmen. Nichts fühlt sich schöner an als ein schwerer Geldbeutel. Wie lange wird es dauern, bis ich die Informationen bekomme? Ich habe sie schon. Ach ja? Deine Myrine verkehrt unter dem Namen Phönix. Sie war Teil meiner Mannschaft, aber wir haben uns vor kurzer Zeit getrennt. Ich reise bald ab. Chaos ist dein Zuhause. Aber es ist nicht meine wahre Heimat, meine Bestimmung. Du findest vielleicht nie, wonach du suchst, Phönix. Aber ich höre nicht auf zu suchen. Du bist eine tolle Piratin. Und du bist eine noch bessere Freundin. Vergiss mich nicht. Ist ja nicht gerade viel Information. Vielen Dank. Zu Hause ist kein Ort. Zu Hause sind die Menschen um dich herum.
Wenn du nicht findest, was du suchst, steht unsere Tür offen. Phönix. Irgendjemand muss diesen Namen kennen. Okay. Ein Hinweis mehr. Gut. Dann würde ich sagen, ist es hier abgeschlossen. Hier unten wäre noch eine Quest. Finde und beschaffe den Startschatz. Ich weiß nicht, ob wir das machen wollen. Ja, komm, wir gehen mal runter. Wenn wir eh schon hier in der Nähe sind. Bewegung! Ella. Oh, in der Festung drin, oder was? Eh schon alle gekillt, so, ne? Ich weiß nicht, ob wir da noch mal rein müssen jetzt. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Ach. Na los, komm. Alter. No!
Meine Fresse! Okay, wir müssen irgendwie anders reinkommen. Den Startschatz habe ich doch schon geraubt. Den habe ich doch letztes Mal schon geraubt, oder? Wollen wir den nochmal holen jetzt, oder was? Okay, dann schauen wir doch mal. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Kopfgeld habe ich jetzt auch wieder drauf. Nein. Finde und beschaffe den Startschatz. Komm. Probieren wir mal, wo wir da irgendwie anders reinkommen. Hier kann ich ihn unentdeckt rausholen. Was soll denn das sein? Schauen wir irgendwo, wo sie reingeht. Wir machen einfach mal ab, würde ich sagen. Brot kaputt. Okay, dann haben wir das. So, okay, dann haben wir den. Könnten wir eigentlich Startschatz, ja, weiß ich nicht. Müssen wir den nicht zurückbringen? Korinth, verbessere den Speer, das können wir noch nicht machen. Fragmente brauchen wir auch noch. Zwei von sechs, aber da brauchen wir auch noch ganz schön viel.
Nee, wir können hier eigentlich nichts mehr machen. Na gut, dann würde ich sagen, die andere Quest läuft nebenbei mit. Korinth. Niemanden schaden, um ein Mädchen zu finden. Haben wir die zwei noch offen hier? Argos und Korinth. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier und sprich mit Hippokrates. Wo ist Hippokrates? Klinik von Argolis. Andros, wo ist Argolis? Na, Paros. Milos. Argolis hier. Genau, da können wir nämlich dann hier den Midas gleich mitmachen. So, wie kommen wir jetzt am besten hinsegeln? Da ist Korinth. Haben wir hier irgendwas, wo wir anlegen können? Nee. Man, wir haben so viel Zeug zu machen hier, ey. Schlachtfeld. Oder wir gehen nach Korinth. Dann könnte man nämlich gleich von hier aus darüber gehen. Komm, machen wir. Gehen wir nach Korinth und gehen wir von hier oben runter. Dann teleportieren wir uns mal hierher. Genau, dann gehen wir nach Korinth runter. Dann müssen wir mal schauen, dass wir in den nächsten Folgen irgendwann mal anfangen mit diesen blöden Kultisten, dass wir unseren Speer verbessern können. Weil ohne Speerverbesserung können wir auch nichts skillen. Ja, zumindest nicht die aktuellen Skills verbessern. Dort müssen wir hin. Na los. Da wollen wir selber laufen. Oh.
Stehst du im Weg? Oh, schöne Stadt wieder. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Richtig große Stadt sogar. Noch eine schlaflose Nacht vorüber. Die rennt hier um. Schauen, dass ich irgendwo eine Schnellreise freischalten kann. Schauen wir mal, Kadi, ob es irgendwas gibt. Ah, hier gibt's schon. Oh, sind die Fragezeichen heftig. Okay, wir gehen erstmal zur Schnellreise. Korinth, die Stadt der Krüge, Hetären und nicht viele mehr. Stadt. Wir könnten jetzt aber noch mal schnell schauen, ob wir hier nicht einen Kultisten irgendwo in der Nähe haben. Wir haben einen Hinweis bekommen. Der hier oben. Hinweis. Das Optiker demnächst fallen wird. Stufe 50. Was brauchen wir denn für den noch? Der Polemarch einer Festung Antika kennt den Kultisten. Finde ihn und setze deine Odyssee fort. Der Polemarch einer Festung in Antika. Antika. Malis. Attika, Festung in Attika. Ach du Scheiße, hier gibt es so viel. Festung habe ich hier noch nicht gesehen. Boah, heftig. Insel Salmi, okay. Na gut, dann gehen wir jetzt mal hier hin.
Alter. Geh mal, bin mal weg. Alter, immer gut Schaden, ich muss weg. Das wissen die Heteren etwas über meine Mutter. Ich sollte Antusa ausfindig machen. Oh, wieder so viele, ey. Was wollt ihr von mir? Okay, mal schauen, ob ich das Kopfgeld irgendwie wegmachen kann. Oh, 6000. Alter, was habe ich da gemacht?
Ja, brauchen wir jetzt hier noch? Wir müssen irgendwie hier rein. 26, ey. Scheiße. Ich glaube, wir bezahlen mal das Kopfgeld. 6000. Aber wir haben eine Trophäe bekommen dafür. Sich nicht ewig verstecken. 26, 24. Okay, das Hirtenhaus ist Anführer. Ja, aber was ist jetzt hier? Die Hiteren sind beim Punayum gut bekannt. Ich muss hier irgendwas untersuchen. Meter. Kann ich mit dir nicht reden, oder? Ja, jetzt. Bist du Antusa? Ich? Antusa? Für dich kann ich alles sein, Liebes. Ich verlange weniger als die Hetären. Aber ich verstehe etwas von meinem Handwerk. Ihr Name sagt dir also etwas. Antusa? Sie ist schon ewig hier. Aber ich habe sie nie getroffen. Ich weiß, dass die Hetären gleichgestellt zusammenarbeiten. Doch Antusa ist besonders. Sie spricht, die anderen hören zu. Wenn die Hetären nicht hier sind, wo finde ich sie? Die tragen die Nase doch viel zu hoch, um sich mit uns hier unten abzugeben. Wenn du eine willst, findest du sie auf dem Berg, auf Akrokorinth. Okay. Sie sind beim Tempel und halten Aphrodites Jünger bei Laune. Akrokoris? Ein
Patrouille ist in einem sicheren Teil von Korinth geflohen. Sie wurde zuletzt in der Akro-Korinth gesehen. Ah, hier. Die hat ja einen Tempel. Okay, der muss hier sein. Dann gehen wir doch mal hier hoch. Schau mal, dass ich jetzt hier rauskomme. Dort oben? Boah. Heftiger Weg, ey. Dann gleich mal hier noch den das Fragezeichen mit. Schon wieder eine Festung. Schatz plündern. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hier hoch und dann dort nach oben. Aber jetzt wird, merkt man schon, jetzt wird schon nicht einfach. Gegner sind übelst stark jetzt schon hier. Höhle der toten Wölfe. Alpha-Tier erlegen. Was ist mit dem Alpha-Tier? Hier in der Höhle auf jeden Fall nicht. Muss es draußen sein. Kommt der da noch, wenn wir hier? War der denn auf einmal? Südlichen Teil, also eher hier, ja. Hier muss es irgendwo sein. Vorsicht, zerbrechlich. Übelster Berg hier, ey. Alter.
Ruhe im Puff hier. Tempel auf der Spitze von Akrokorinth. Danach habe Akrokorinth. Ich will sagen, ich werde doch mal da hoch. Das der Quest gebe. Und ich wollte aber erst noch den Punkt holen. Hier beten die Menschen Aphrodite an. Doch das Schönste ist die Aussicht. Ja, und die schauen wir uns jetzt noch an, würde ich sagen. Schauen wir mal, ob wir mit ihm reden können. Titel Schurken. Wo sind sie? Die Gläubigen bedrohen. Wer waren die? Und warum suchten sie nach den Hetären? Ach, diese Pflegeglauben, der Tempel sei ihnen gewidmet. Die Diebe sind hier aber keine Hetären. Die Hetären? Die sind viel schlauer als wir. Sie bemerkten, dass ihre Besucher alle auf dem Weg zu ihnen ausgeraubt wurden. Den Männern des Hökers entkommt niemand in Korinth. Ich werde wachsam sein. Ja, wie Geld, Söldnerin. Und nicht nur das, auch Macht. Sobald du eines von beiden hast, bist du erledigt. Dann ist der Höker ein Krimineller aus Korinth? Er ist der Herr der Schwarzmärkte. Die eine Hand hält er offen für Geld, die andere umschließt eine Waffe. So regiert er. Er ist ein Monster, das sich von Drachmen und Blut ernährt. Wenn du die Hetären kennst, dann hast du auch von Antusa gehört. Ich suche sie. Man sagt, sie sei überall. Ich habe sie allerdings noch nie gesehen. Aber die Hetären sehen alles. Sie halten sich beim Pirenebrunnen am Fuße des Berges auf. Dort treffen sie ihre Freier und bringen sie an einen geheimen Ort. Gut. Das nächste Mal solltest du Aphrodite zu Hause anbeten.
Sprich mit Pyrene. Sprich beim Pyrene-Brunnen mit Antosia. Ist hier oben. Ah, die aussieht es schon. Heftig. Geil. Tempel der Aphrodite. Ah, die Festung. Gehen wir da aber noch nicht rein. Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen zu schwach dafür. Oh. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Ich glaube, das müssen wir uns in der extra Folge mal anschauen. Das ist nämlich. Ja, ich gehe ja schon. Gucken, was sie erzählt. Ah, also hat uns Cassandra endlich gefunden. Du kennst mich? Und du kennst sie. Das ist Antusa. Wir sahen, wie du den Gläubigen beim Tempel der Aphrodite halfst. Du hast dich als Freundin erwiesen. Hörst du, Ikaros? Ihr Auge ist scharf wie deines. Außerdem ist auch noch jemand für dich eingetreten. Überraschung! Ey, Phoebe. Phoebe! Was passiert? Schickt mich. Ich arbeite jetzt für sie, weißt du noch? Aber wieso hier? Korinth ist nicht sicher. Ich musste Antusa erzählen, dass du kommst. Ich habe ein neues Wort gelernt. Botschafterin. Das bin ich. Und nun haben Cassandra und ich uns getroffen. Siehst du? Ganz einfach. Und jetzt kann ich dir helfen. In der Stadt läuft ein ehrloser Mörder frei herum. Du kannst mir nicht einfach so hinterherlaufen, wie damals in Kephallenia. Ob Höker oder Zyklop, ich habe es doch auch hierher geschafft, oder? Ja, du findest immer einen Weg. Wir sollten hineingehen, Cassandra. Wir sind nicht die Einzigen mit wachsamen Augen. Komm mit mir. Kann ich mitkommen? Solange du still bist. Was ist der Anlass deines Besuchs? Alcibiades erzählte mir von dir. Hat er das? Erzähl weiter. Ich suche nach einer Spartanerin. Sie lief davon, vor langer Zeit. Vielleicht kennst du sie unter dem Namen Myrine. Wer ist das? Sie ist meine Mutter. Deine Mutter? Du hast keine Mutter. Markus meinte, er hätte dich aufgezogen. Was sagte ich noch zum Thema Stillsein? Verstehe. Wir haben später mehr Zeit für deine Fragen, aber nicht jetzt. Einverstanden, solange du mir am Ende erzählst, was du weißt. Du musst mir vertrauen. Wo ich bin, kommt niemand ohne Glaubwürdigkeit hin. Du hast mein Wort. Und du kannst Cassandra immer vertrauen. Warum gehst du nicht spielen, Phoebe? Lass mich mit Antusa reden. Wie du meinst. Ich schlage einen Handel vor. Hilf mir. Hilf uns, stärker zu werden. Stark genug, um den Höker endgültig loszuwerden. Ein einfacher Handel, sei unbesorgt. Ich schlage ein. Eine weise Entscheidung, Söldnerin. Kriegt ihr auch nichts umsonst. Ich bin nicht aus Zufall so weit gekommen. Ich weiß, meine Chancen zu ergreifen. Dann sind wir im Geschäft. Nun, hast du vom Höker gehört? Den Gläubigen nachzuurteilen, einer, vor dem ich mich in Acht nehmen sollte. Sie haben recht. Ich bin sicher, seine Opfer bereuen ihre Unachtsamkeit. Mein Blick ist wachsam. Dann hast du dich gut behauptet. Du bist nicht tot. Naja, noch nicht. Er hat genug Schläger für eine kleine Armee. Sie greifen jetzt die Menschen auf der Straße an. Uns eingeschlossen. Er bringt Hetären um? Umbringen?
Wir sind zu klug dafür. Aber es muss etwas geschehen, bevor es dazu kommt. Ich bin nicht die Einzige, die Hilfe braucht. Meine Mädchen, Damalis und Irina, auch sie leiden. Wegen des Hökers? Das bezweifle ich nicht. Unternimm etwas gegen ihre Angreifer und dann wird er leiden. Damalis ist dort beim Brunnen. Aber Irina ist im Garten des Bellerophontes. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Gut. Der Höker füttert seine Schläger mit den Drachmen, die er durch Schmuggel verdient. Hauptsächlich Waffen. Und das ist umso lukrativer nun, da er am Krieg mitverdienen kann. Wenn jemand also die Lieferungen an den Höker unterbricht, hungern seine Männer. Ganz genau. Statte seinem Lagerhaus beim Hafen Lecheon einen Besuch ab und brenn seine Fracht nieder. Alles. Das Chaos erledigt dann den Rest. Dann soll das Lagerhaus brennen. Okay. Haben wir jetzt einige Quests bekommen? Bist du hier, um uns zu helfen, Söldnerin? Du siehst nicht aus wie eine Spionin des Hökers. Ich bin eher gerade heraus. Gibt es hier ein Problem mit dem Höker damals? Möglich. Einer meiner Freier ist anders. Er war vorher ein netter Mann, aber jetzt ist er böse. In Korinth scheint es nicht mehr viele nette Menschen zu geben. Jemand mit Muskeln muss herausfinden, was hinter der Wandlung steckt. Er ist anders. Ich finde heraus, was er dazu zu sagen hat. Wenn er sich nicht hier herumtreibt, ist er in seinem Haus. Ich will, dass das endlich ein Ende hat. In Anwesenheit meines Speers entdecken die Menschen ihre Liebe zur Wahrheit. Ich spreche mit ihm. Okay, jetzt haben wir ja einige Quests bekommen. Ich schau mal auf die Karte. Okay, wir haben hier was. Hier ist noch was. Hier ist eine Quest. Und da unten ist der blöde andere Typ. Okay, Leute, ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt einen Cut. Das sind doch schon wieder andere Viertelstunden. Und dann schauen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich will in der nächsten Folge auf jeden Fall, weiß nicht, ob wir das alles schaffen, aber dass wir hier mal so ein bisschen die Fragezeichen auch abklappern. Vielleicht gibt es hier wieder ein paar Fähigkeitspunkte hier zu finden. Also so komische Tempel. Das sieht aus wie ein Tempel. Und ja, dann schauen wir uns das in der nächsten Folge hier alles mal ein bisschen an. Jetzt steigen wir dann eh bald in der Stufe auf. Genau, da würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Reingehauen, ciao, ciao. Euer Andi.